Ja, unser Thema heute, wir wiederholen heute nochmal schnell die Winkelfunktionen und deren praktische Anwendung. Ich fange mal mit rechtwinkligen Dreiecken an, das geht am einfachsten. Wir kennen die Dreiecke so, dass die im Allgemeinen den rechten Winkel, diese rechtwinkligen, den rechten Winkel oben haben. Oben hatten wir den Punkt C, hier hatten wir A, hier hatten wir B, dementsprechend hier Alpha und Beta und Gamma ist der rechte Winkel und das machen wir durch diesen Punkt, machen wir klar, das ist uns jetzt egal. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur damit und dann komme ich auf allgemeine Dreiecke nochmal zu sprechen. Jetzt kann man sich Folgendes merken. Und zwar, ich mache das wieder in üblichen Kurzformen. Wir sagen mal, zu dieser Seite ist das grundsätzlich C, gegenüber von Punkt A ist A und das ist die Seite B. Aber ich sage zu den Dingern jetzt was anderes. Und zwar, hierzu sage ich Hypotenuse. Hypotenuse und hierzu sage ich Kathete und hierzu auch Kathete. So, fertig. Jetzt Achtung, jetzt müssen wir folgende Fälle unterscheiden. Bezogen auf diesen Winkel, Alpha, nenne ich den jetzt mal, ist das eine, ich bin auch schon ein bisschen wirr heute, gegen Kathete. Man kann auch sagen, gegenüberliegende Kathete. Dem Winkel gegenüberliegend ist die Gegenkathete. An diesem Winkel an liegt die Ankathete. Ankathete liegt am Winkel an. Das muss aber die sein, weil die Hypotenuse ist immer die, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Bis dahin, noch logisch, noch Fragen, irgendwas? Sind wir uns darüber erstmal einig? Jetzt machen wir das Ganze mal für den Winkel Beta in, ach, in grün. Bezogen auf Beta ist das aber dann die Ankathete. Und da diese hier drüben, die Seite A, dem Winkel Beta gegenüber liegt, ist das in diesem Fall die Gegenkathete. Sind wir uns bis dahin einig? So, und jetzt gibt es einfach, das ist die allereinfachste Merkgeschichte. Grundsätzlich gilt jetzt was, und zwar, wenn ich den Tangens des, eines Winkels, ich beziehe mich jetzt mal in diesem Fall nur auf Alpha, wenn ich den Tangens oder den Sinus errechne, merken wir uns Folgendes. Sinus und Tangens eines Winkels, ganz allgemein, fängt immer so an mit Gegenkathete durch, fängt an mit Gegenkathete durch. Ach, Moment, ich musste das jetzt mal runterziehen. Also, wir merken uns mal, Sinus und Tangens, die beiden, ST, S kommt vor T, Sinus, Tangens, Sinus, Tangens. Sinus, Tangens irgendeines Winkels, außer dem rechten natürlich, ist immer grundsätzlich gegen durch, gegen durch. Und zwar hier gegen durch Hypo und hier ist es gegen durch Ankathete. Also laut gesprochen Gegenkathete durch Hypotenuse, Gegenkathete durch Ankathete. Gegen durch Hypo, gegen durch An. Geht am allerleichtesten, da braucht man kein Tafelwerk, kann man sich das einfach frei merken. Kurz zur Anwendung. Wir schnappen uns ein Beispiel, das sei so, ich stehe vor einem Kirchturm und habe ein Winkelmesser in der Hand. Hier ist der Kirchturm. Natürlich ist der Kirchturm so dick, dass ich überhaupt nichts machen kann. Aber ich kann eins machen, ich kann unten den Küster fragen und kann hier vorne in die Tür reingehen und kann mich in die Mitte des Turms stellen. Jetzt frage ich den Küster, wie groß ist denn der Turm? Sagt er, weiß ich nicht. Also ich bin erst seit gestern hier, ich habe hier gerade angefangen. Und im Kirchenbuch habe ich auch nichts gefunden. Ich kann Folgendes ermitteln. Ich kann mir einen Peilpunkt suchen, von dem ich mit dem Winkelmesser messe und gehe bis in die Mitte des Turmes und sage, das sind meinetwegen 20 Meter. Nur mal angenommen. Und ich habe gepeilt bis an die genaue Spitze des Turmes, denn bis genau oben zum Wetterhahn kann ich auch nicht klettern. Das kann keiner. Und wie gesagt, ich kann ja nichts nachlesen und sage, und hier diesen Winkel, diesen habe ich gemessen. Und dann sage ich, naja, das waren meinetwegen, ich nehme jetzt mal 63,43 Grad. Habe ich zufälligerweise mit einem einfachen Winkelmesser gemessen. Ich weiß, wir hatten vorhin so eine ähnliche Aufgabe. Und jetzt sage ich, ja, was habe ich jetzt? Ich habe zwei Größen eines Dreiecks. Was für eines Dreiecks? Na, eines rechtwinkligen. Warum? Na, weil ich in diesem Fall mal annehmen darf, dass der Turm wirklich rechtwinklig steht, im rechten, richtigen Winkel steht. Und demzufolge habe ich ein rechtwinkliges Dreieck. Und jetzt habe ich bloß noch folgende Aufgabe. Ich muss jetzt bloß noch die Seiten bestimmen. Bezogen auf diesen Winkel, hier habe ich den rechten Winkel drin, bezogen auf diesen grünen Winkel, ist das, die Höhe des Turms, was?
Höhe entspricht was? Das ist die gegenüberliegende Kathete, also gegen. Das ist G. Und wie weit es von dem Peilpunkt bis zur Spitze des Turmes ist, ist mir egal. Aber hier, die, das kenne ich. Und das ist was? Das ist die Ankathete. Na klar, das ist gleich, Ankathete ist gleich 20 Meter. Jetzt habe ich bloß noch Folgendes zu sagen. Naja, dann sage ich, okay. Ich mache wieder in Schwarz weiter. Der Tangens von meinem gerade gemessenen Winkel von 63,43 Grad ist gleich gegen durch an. Ne? Tangens fängt immer mit gegen an. Gegen durch an. Also, und statt gegen durch an, sage ich gegen, weiß ich nicht, aber Ankathete weiß ich. Und das kann ich ersetzen durch 20 Meter. Und dann sage ich, naja, dann ist schön. Wie macht man jetzt weiter? Jetzt rechnen wir mit dem Taschenrechner aus, den Tangens, das ist eine Zahl dieses Winkels. Da kommt raus 1,99999 und so weiter. Wir sagen mal, der Praxis halber, das ist 2. 2 ist gleich gegen durch 20 Meter. Der Rest ist, naja, Pillepalle mal 20 Meter und ich bin fertig. 40 Meter ist der Turm hoch. Das nehme ich die Gegenkathete. Und wenn ich Gegenkathete, wenn ich das ersetze durch dieses Wort, dann habe ich die Höhe. Dann habe ich das. Bis dahin klar? Jetzt sprach ich ja von gegen durch an und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir uns nochmal mit was anderem beschäftigen. Eben habe ich den Tangens angewendet. Ich muss eigentlich bloß gucken, wie heißen die Seiten und welche der Formeln kann ich gebrauchen. Jetzt konnte ich die gebrauchen, weil ich eine Gegen- und eine Ankathete habe. Es gibt auch Fälle, wo ich eine Gegenkathete und eine Hypotenuse zur Verfügung habe. Es gibt aber auch Fälle, und das ist der verkehrt rumne Sinus, das ist der Kosinus. Der Kosinus eines Winkels ist bezeichnet mit an durch Hypo. Wenn ich mir nur das beides, Sinus und Tangens, merke, dann kann ich das sofort ableiten. Und Achtung, es gibt auch einen sogenannten Cotangens, aber der ist nirgendwo auf dem Taschenrechner mehr vorhanden. Früher gab es Tabellen dafür. Der ist das Reziproke des Tangens, also an durch gegen. Mehr nicht. Moment. So, aber nochmal, den Cotangens, da das nur der Reziproke wert ist, den finden wir auch nicht auf dem Taschenrechner, den können wir uns eigentlich schenken, den können wir fast vergessen. Wir finden aber Sinus, Cosinus und Tangens auf dem Taschenrechner und das hat einen großen Nutzen. Hier Sinus und Cosinus kann man nicht schnell mal so umdrehen. Aber es gibt Fälle, wo das mal nötig ist. Wir werden gleich wieder auf die Seite zurückkommen, wir kommen zum nächsten Beispiel. So, nehmen wir mal folgenden Fall an. Ein hoher Sendemast soll errichtet werden. Das ist ein schöner, das ist meistens so ein rot-weißer Sendemast, habt ihr schon mal gesehen. Und den brauchen sie wieder an der Küste, müssen sie wieder einen errichten. Und der Pächter des Grundstücks sagt, ihr könnt ja gerne alles machen, aber ich bitte euch, mein Grundstück hier, Moment, ich mache das Grundstück mal in Schwarz. Mein Grundstück hier, das haltet ihr bitte ein. Halte sie bitte ein. Natürlich halten wir es ein. Jetzt fragen wir den Nachbarn und sagen, wir würden ja gerne hier unseren Turm, den würden wir ja gerne abspannen. Na, sagt der Nachbar, seid ihr bekloppt? Also bitte, das ist das Grundstück, da könnt ihr abspannen. Och Mensch, na gut, das wäre so ein typischer Fall, wo es auch um die Seillänge geht. Und die Seillänge, jetzt ahnen wir es schon, wenn ich jetzt hier wieder mein Dreieck draus mache, der Turm soll natürlich, also der Sendemast soll natürlich rechtwinklig stehen. Jetzt muss ich wirklich mich mit solchen Linien beschäftigen. Also die Abspannseile, die sollen ja nicht über eine bestimmte Grenze rausragen. Und ich muss mich also in diesem Fall beim rechtwinkligen Dreieck mal mit einer Ankathete beschäftigen, wenn ich diesen Winkel hier habe. Der Winkel hier oben, der wird mir vollkommen egal sein. Nebenbei kann man den immer durch Ergänzungswinkel rechnen. So, und jetzt hätten wir so einen Fall, das war jetzt ein arg konstruiertes Beispiel, aber das mag egal sein. Nehmen wir jetzt hier mal wieder unsere 63,43 Grad. Das sei der Winkel, hier dieser. So, der ist der rechte. Und jetzt sagen wir, was ist denn das dann? Das ist unsere, wie nennt sich das Biest hier? Hypotenuse. Das ist die Hypotenuse. Die Seillänge, die werden wir jetzt bestimmen. Und da uns die Höhe des Turms Schnuppe ist, aber wir wissen, von hier bis hier an die Grundstücksgrenze dürfen wir ran, was ist das dann für eine Seite hier, diese Ankathete, na klar. Und jetzt kommen wir wieder auf unseren Satz zu sprechen und sagen, okay, Cosinus an durch Hypo. Was hatten wir, Hypo und an? Naja, und einen Winkel haben wir, das passt doch. Dann nehmen wir eben die Cosinusformel. Also sagen wir,
Der Kosinus von diesem 63,43 Grad ist an durch Hypo. An durch Hypo. Die Hypotenuse ist allerdings in diesem Fall gesucht, das ist diese gesuchte Größe. Und jetzt sagen wir mal, die Ankathete sind 20 Meter, bleiben wir wieder bei solchen glatten Werten. Die Ankathete, also wir haben hier 20 Meter rüber und hier 20 Meter, wir stellen den Turm genau in die Mitte und so weiter. So, also eingesetzt und jetzt werden wir gut beraten, nicht gleich hier einen Wert auszurechnen und dann mal zu runden, denn je genauer wir den Wert mitschleppen, umso besser. Wir tauschen. Hypotenuse ist gesucht, die muss aus dem Bruchstrich raus, mal Hypo, Moment, hier ist eine Frage, mal Hypo und gleichzeitig geteilt durch den Kosinus von diesen 63 Grad. Also heißt das, Hypo ist gleich an, was hat man gesagt, durch Kosinus von 63,43 Grad. So, und jetzt kann man es schön, achso, die Ankathete sind die 20 Meter, Entschuldigung. Das hatte ich jetzt in der Eile übersehen. Wir müssen uns heute ein bisschen beeilen. Und jetzt kann ich tippen. 20 durch Kosinus. Am besten, man klammert das beim Eintippen. Klammert man das ein. Das geht am allerbesten. Rechnet das mal bitte aus. Wir haben es jetzt eingetippt und das kommt ungefähr hin. Das muss schon, ne, das ist die längste Seite im Dreieck, wenn das 20 Meter sind. Und der Turm, wissen wir gar nicht, interessiert uns auch gar nichts. Vollkommen egal, wir wollen die Abspannsache haben. Okay, dann kommen wir dahin. Wobei, die 6, die können wir uns wahrscheinlich schenken, wir müssten dann aufrunden, denn hier sind wir im Millimeterbereich und bei solchen Seillängen mag das Schnuppe sein. Bis dahin Fragen, das war Kosinus. Nächstes Beispiel, nehmen wir Folgendes an, wir stehen wieder in der Landschaft und peilen mit unserem Winkelmesser und sagen, da hinten steht ein Turm und der Turm steht wieder rechtwinklig und naja, das wird immer alberner. Nee, das Beispiel gefällt mir nicht. Ach, ist egal. Nee, ich lasse jetzt mal die Praxis weg. Wir wissen, die Höhe des Turms ist genau, was hat die Nikolaikirche? 20. Also wir, nee, 20 sind das nicht. Wir stehen in der Landschaft und freuen uns über einen Turm, den wir kennen und sagen, der ist 75 Meter hoch und wir peilen hier einen Winkel von 10 Grad, ne? Wir sind ziemlich weit weg und was wollen wir noch wissen? Ja, wir wollen wissen, was wäre, wenn wir von hier genau bis zur Spitze die Länge wissen wollen, weil wir von hier oben von der Turmspitze mal ein Flugzeug runterfliegen lassen wollen, was weiß ich. Es ist egal. Gegeben ist jedenfalls das hier, das ist die Hypotenuse, gesucht ist die Hypotenuse und was ist denn die 75 Meter aufbezogen, 10 Grad, ist die Gegenkathete. Ne? Ist das gleiche Beispiel, ich mache jetzt das Video mal kürzer. Also das Beispiel gebe ich zu, das war ja ganz übel jetzt. Jetzt haben wir also 431 Meter, das ist durchaus denkbar. 75 Meter ist der Turm schließlich hoch, darf man nicht vergessen, das ist viel. Und 10 Grad ist immerhin gar nicht mal so ein unbeachtlicher Winkel. Also nochmal zusammengefasst, es kommt bei rechtwinkligen Dreiecken darauf an, dass man die rechtwinkligen als solches erkennt und dann wirklich die Seiten entsprechend zuzuordnen weiß. In diesem Fall gegenüberliegend, also Gegenkathete und so weiter. Dann stürzt man sich wieder auf die Formeln und sagt, was habe ich? Ich habe hier eine Gegenkathete und eine Hypotenuse, dann fällt Tangens aus, das fällt sowieso aus. Ich habe hier eine Gegenkathete und eine Hypotenuse, also muss ich die Sinusformel nehmen und so weiter. Das ist die einzige Unterscheidung, ihr habt es ja gemacht. Erinnert euch einfach an dieses Ding. Das ist übrigens in allen Formelsammlungen sehr hübsch abgebildet. Kommen wir zu allgemeinen Dreiecken. Allgemeine Dreiecke zeichnen sich dadurch aus, dass die eben keinerlei Hypotenuse oder sowas haben, denn die, hoffentlich gelingt mir das jetzt mal ohne, ja, jetzt haben wir hier garantiert keinen rechten Winkel. Das ist kein rechter Winkel. Ich nenne das Biest Gamma, Alpha, Beta. Dementsprechend unsere Punkte, darauf kommt es mir jetzt gar nicht an. Die Punkte sind unwichtig. Jetzt kann man sich doch Folgendes vorstellen, bezogen auf die Seite C, ist doch Folgendes möglich. Wenn ich, das ist die Seite B, wenn ich B mal an der Stelle lasse, aber dafür die Seite A ganz weit wegspanne, also den Winkel Gamma immer größer mache, dann wird doch mein C viel länger. Logisch?
Mit anderen Worten, man kann sagen, die Winkel verhalten sich zu ihren gegenüberliegenden Seiten entsprechend, aber nicht die Winkel. Wir wissen ja, dass die Winkel eine ganz andere Einteilung haben, als wir es eigentlich mit unserem Zehnersystem gewohnt sind, sondern es geht um Seitenverhältnisse. Und demzufolge gibt es den sogenannten Sinussatz, und der heißt, obwohl ich das jetzt hasse wie die Pest, Sinus Alpha verhält sich, der Sinuswert, wie gesagt, das Alpha verhält sich zu seiner gegenüberliegenden Seite, wie Sinus Beta zu B, wie, und das ist das, was ich hasse, das mag ich nicht, ist gleich, Sinus Gamma zu C. Aber ansonsten, so wird der überall abgebildet, das ist der Sinussatz. Dazu ein Beispiel zu rechnen, wäre jetzt wirklich Schmuck am Nachthemd, weil das ist Einsetzen, Umstellen, Aus. Der Sinussatz gilt auch im rechtwinkligen Dreieck, nur lassen wir uns da die Sache gut sein. Warum? Rechtwinkliges Dreieck, nochmal angenommen, ich habe jetzt hier einen rechten Winkel, hier habe ich die Seite C und ich habe hier einen Alpha und die Seite A. Was passiert mit dem Sinus von 90 Grad? Tippt mal ein oder wer weiß es. Der Sinus von 90 Grad ist 1, also kann ich diesen Sinussatz angewendet sagen, jetzt geht es um Sinus Gamma, Gamma ist 90 Grad, ne? Gamma, hier ist Olle Gamma, gleich 90 Grad und der Sinus von Gamma ist gleich 1, also könnte ich den Sinussatz auch hier anwenden. Gucken wir es uns mal an, dann sieht das so aus. Sinus Alpha verhält sich zu A wie 1 zu C. Und wenn ich das umstelle, guckt mal hier, jetzt ist nämlich C die Hypotenuse in diesem Fall und A ist die gegenüberliegende Kathete, den Winkel Alpha. Wenn ich das mal A nehme, dann bin ich nämlich wieder da. Dann habe ich mein rechtwinkliges Sinusgeschäftchen wieder da. Dann mal A, A durch C heißt es, und A durch C heißt gegen durch an. Und schon bin ich wieder da, gegen durch Hypo. Und schon bin ich wieder da, wo ich am Ausgangspunkt angefangen habe. Noch was. Nochmal was zu dieser, also wie gesagt, Berechnungsbeispiele selber machen. Nochmal was ganz schnell hierzu. Wenn ich also diese Seiten aufspanne, komme ich mit folgendem nicht weiter. Und zwar, wenn ich nur gegeben habe die Seite B und die Seite A und den eingeschlossenen Winkel Gamma, dann muss ich den Kosinussatz anwenden. Denn ich kann hier machen, was ich will mit dem Sinussatz. Ich weiß noch, früher in der 10. habe ich gerätselt, wir haben uns dumm gerätselt, es geht einfach nicht. Hier muss man Folgendes machen, wenn die Seiten also gegeben sind und der eingeschlossene Winkel, egal wie groß er auch sein mag, dann muss ich den Kosinussatz anwenden und der ist, und da werdet ihr euch gleich wieder freuen, der ist wie folgt zu schreiben, c² ist gleich a² plus b² minus 2 mal a mal b mal Cosinus Gamma. Das ist der sozusagen der allgemeinste Pythagoras. Guckt mal hier, von hier bis hier ist es ein Pythagoras, aber korrigiert um den falschen rechten Winkel, der nicht richtig ist. Und warum das wirklich funktioniert, können wir uns, warum das wirklich zum Pythagoras wird, können wir Folgendes machen. Bei rechtwinkligen Dreiecken gilt nämlich das. C² ist A² plus B². Ja, bis dahin schön. Minus 2 mal A mal B, das bleibt, ich mache extra mal 2 mal A mal B, mal, und Cosinus von 90 Grad ist, Cosinus von 90 Grad, eintippen notfalls. Ja, und der Cosinus von 90 Grad, ich streiche das mal gleich, durch ist 0. Demzufolge wird dieser ganze Term hier hinten 0. Und was ist? Es bleibt wieder übrig, mein schöner Pythagoras. Ich weiß nicht, ob Pythagoras das früher so entwickelt hat, oder ich glaube, er hat es vorwärts entwickelt und nicht rückwärts entwickelt und fertig. Also, wenn ich folgenden Fall habe, jetzt kommen wir noch schnell zum Beispiel. Das Beispiel sei so, ich stehe da, das bin ich übrigens hier, das ist mein Auge, und ich peile über meinen Daumen. Hier ist mein Daumen, das ist mein Daumennagel. Und ich peile über meinen Daumen, und zwar peile ich so über meinen Daumen, dass ich ein Auto anpeile. Ich peile also ein Auto an. Und ich weiß, dass dieses Auto zufälligerweise 2 Meter lang ist. So, und ich möchte Folgendes, ich möchte ermitteln, wie weit ist das von hier bis zum Auto. Jetzt könnte ich sagen, naja klar, da kann ich ja
erstmal die Länge nehmen und was kann ich dann anwenden, wenn ich weiß, wie breit mein Daumen ist. Nehmen wir an, der ist zufälligerweise 2 cm. Was kann ich dann anwenden, wenn ich hier sage, und das sind 75 cm? Ganz genau, Strahlensatz ließe sich hier anwenden. Ne? Geschnittene Parallelen, also ich habe das jetzt extra so blöde gemalt. Wenn ich das hier, wenn ich hier parallel diese Linien eingezeichnet hätte, wäre es leichter aufgefallen. Dann kann ich die entsprechenden Verhältnisse bilden. Darum geht es jetzt aber nicht. Was man sich merken kann, wenn man über einen Daumen peilt, das ist ja so ein geflügelter Ausdruck, dann habe ich hier einen Winkel von 2 Grad. Das ist ziemlich genau. 2 Grad. Dementsprechend mache ich was? Ich sage, jetzt mache ich mal eine Arbeitsskizze dazu. Die Arbeitsskizze sieht wie folgt aus. Ich übertreibe dementsprechend. Das weiß ich, das sind 2 Meter. Und ich weiß das nicht. Und das auch nicht. Aber das und das ist gleich. Sagen wir hierzu zum Beispiel Seite A und hier auch Seite A. Wenn das Gamma ist, was kann ich dann machen? Ich kann diesen Kosinussatz anwenden. Ich kann den nämlich umstellen. Ich kann also sagen, das hier sei mein C. Achtung, mal eine Seite weiter. Und ich kann sagen, C Quadrat, nämlich dann die 2 mal 2 sind 4 Quadratmeter, ist gleich A Quadrat plus A Quadrat sind 2A Quadrat. Logisch? Minus 2 mal A mal A, A mal B, mal Cosinus von Gamma. In diesem Fall von 2 Grad. Und das kann ich entsprechend umstellen und dann komme ich letzten Endes auf A. Das macht man dann, ihr ahnt das schon, was dabei rumkommt, ne? Sieht aus wie eine quadratische Gleichung, ne? Ist aber nicht so schlimm, kann man machen. Gut, also das bloß nochmal zur Erinnerung, wie man damit zurechtkommt. Wir wollen das jetzt nicht über Gebühr ausdehnen. Wer Lust hat, kann mal so eine Aufgabe rechnen und demzufolge immer sagen, man kann mit seinen 2 Grad einiges durchrechnen. Gut, leichter geht natürlich der Strahlensatz. Meine Damen und Herren, das nochmal dazu. Wir werden das immer wieder brauchen, an jeder Ecke. Wir brauchen also am wenigsten den Kosinussatz, aber hier mit rechtwinkligen Dreiecken, da müsst ihr euch dann grundsätzlich auskennen. Ich wünsche ein schönes Wochenende.